Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind immer noch auf der Heiligen Kuppe. Heiligkuppe, ich will immer Heiligen Kuppe sagen. Was ist das? Heiligkuppe? Mann, bin ich blöd. Und ja, wir haben gegen Agria und Pressa gekämpft. Elvin hat sich uns wieder angeschlossen. Yay. Und wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie ein Portal oder so gefunden, das zu dieser komischen Beschwörgeisterwelt führt, und da gehen wir jetzt hin. Wenn du weiter gehst, kannst du womöglich nicht mehr hierher zurückkehren. Hä? Okay. Ich kann trotzdem noch hier rumlaufen. Ja, okay, super. Nie mehr? Laut den Titeln hier nehme ich mal an, es kommt noch sehr viel. Ich glaube nicht, dass das alles in dieser Welt passieren wird, falls wir überhaupt in der Welt kommen oder so. Aber ich gehe mal gucken. It would take any number of cosmic coincidences to create this place. Doesn't it remind you of the channeling circles used in spirit arts? Actually, yeah, now that you mention it. More importantly, we should probably get inside that thing before Gaius and Musae's battle bring it crashing down. I'll go first. No, that's okay. Going first is kind of my thing. All right. Genau, lass den Typen einfach hinter uns, damit er uns von hinten einen reinstechen kann. Ich würde den nur vorgehen lassen, nee. Oh nee. Wo ist Gaius? Spirit like you should think for herself. I don't know how. Please, it can be anyone. It can be you. Give me purpose. You can't mean to betray Maxwell. Okay. Oh, what the? Wir sind in einem riesigen schwarzen Raum mit so ein paar grünen und gelben leuchtenden Dingern hier, und alles, über was sich Elise gerade Sorgen macht, ist nichts zu essen im Magen zu haben, ey. Das ist so geil. Ja, bitte, hier schön. So. Und ich bin jetzt ein ganz klein bisschen hier verwirrt. Okay. I had no idea that places like this existed in our world. I don't think we're in our world anymore. Was ist das zweite grüne Ding? Ah, ich verstehe es nicht. Wow, das ist ein sehr merkwürdiger Ort. Nein, ist ein Monster. Hallo. Voll in Schwarz hätte ich gar nicht gesehen. Und so, komm her! Na, wie geht's dir? Vielleicht geht's dir nicht mehr gut. Oh, verdammt. Ich bin mit Elvin verbunden, ist klar. So, und Elise, du kannst ruhig ein Item nehmen. Ich erlaube es dir, ob du es glaubst oder nicht, aber ich stehe da einfach nicht. Ich muss mal googeln oder irgendwie so, wieso das nicht geht, ey. Du sollst das verwenden, verwende! Hier. Setz das ein, sofort, Elise. Verstehe das nicht.
Warum geht das denn nicht? Wir gehen mal auf nicht verwenden. Umgekehrte Psychologie, vielleicht klappt es ja. Aua. Warte mal, sie hat TP dazu bekommen. Verwende Objekte basierend auf die Einstellung automatisch. Verwende keine Objekte. Wenn das wirklich jetzt der Fall war, ne? Ne, sie hat doch immer noch. Boah. Ich verstehe das nicht. Vor allem, wenn irgendwann wirklich die schweren Bosskämpfe kommen, dann bin ich dran. Geht da nicht in den Kopf rein, warum das nicht klappt? Warum klappen die Items nicht? Oh, dafür greift mich an, Elvin. Wäre noch schöner gewesen. Okay. Immer noch etwas awkward. Wenn man es auf Englisch nennen würde, auf Deutsch fällt mir jetzt gerade kein richtiges Wort ein, komischerweise. So. Du brauchst ein bisschen mehr KP, weil. Nimm das hier mal. Hä? KP-Schub, also. Bäh. Wollte ich gar nicht. A-Verteidigung noch mehr. Was? Ja, KP. Ich brauche KP mit Elvin. Ja, irgendwie ist er ja hier der Tank. Kann nicht sein, dass er weniger KP hat als. Weniger KP hat als Jude. Ich meine, er ist der Hauptcharakter. Also Jude, aber trotzdem. Passt irgendwie nicht. So, und ernsthaft, ich finde das ein bisschen blöder hier. Warum kann ich keine Items verwenden? Position wechseln, ein- und ausschalten. Mir geht das nicht in den Kopf rein. Ihr könnt das verwenden, macht es auch. Verstehe das nicht. Ich setze mich gleich mal da richtig dran. Geh mal googeln oder so, warum das nicht klappt. Kann nicht wahr sein. In richtigen harten Kämpfen. Was soll ich denn da machen, wenn ich keine Items einsetzen kann? Zack. Was hat's gebaut? Bist du ein. Ah, okay. Ihr seid Magier. Aua. Dann komm mal hier, Roll. No. Oh, jawohl. Und Waldschrei. Einfach irgendwie wo drücken und es klappt. Ha. Und Elise. No. Super. Drücken wir wieder ein Level ab. Schön, so muss das sein. Ja, du nimmst das hier. Was haben wir hier? Ah, okay. Tipo Meister, ja klar. Spottengeste verstärken das Tipo Meister. oh Gott. Ich kam von hier, ne? Da war ich gerade, oder? Boah, ich hab mich jetzt schon verirrt. So, da lang. Bäh! Zum Glück sind wir ja an Rollenspielregeln gebunden und können nicht an Abgründen runterfallen. Außer es wäre Dark Souls. Da ist ein blaues Ding, was bedeutet das? Erstmal. Zickzack. So, und Roan. Au, au, au. Ich glaub, spielen, was war das denn? Affinierter Brecher! Oh, ist one step ahead.
Ja, du bist uns immer einen Schritt voraus. Vor allem, wenn du das immer sagst. Hast du einen Ring von... Oder hast du einen von Kreis beim Kopf? Was macht der da? Zack. Du hast auch gerade mit Beast und was angesehen. Grundbrecher. War Grundbrecher? Ja. Opfer. Ja. Lisa und Alvin. Immer noch verbunden. Warum? Ich dachte, die trauen sich nicht mehr. Bams. Schön. Oh, Leia hätte beinahe ein Level abbekommen. Aber nur beinahe. So. Aha. Ja, okay, springen wir runter. Ist ja nur eine unendliche Tiefe. Mhm. Gibt es keine Beutegegenstände oder irgendwie sowas? Okay, dann kann ich auch nichts verpassen. Hi. Ich verstehe nicht, warum das manchmal nicht aktiviert wird. Aber mit den Items, da muss ich mal wirklich nachgucken. Er wurmt mich doch so langsam auch ein bisschen. Aber ich weiß dann, dass ich keine Items einsetzen kann. Ey! Mein Gott. Jo. Und Schwaldschrank. Sump. Oh, ist uns da perfekt. Gut gemacht. Und raffinierter Brecher. Jo. Hüftschlag, Hüftschlag. Und erreiche ich dich? Ne? Natürlich. So. Was machen wir hier? Ich glaube, FP sind jetzt langsam genug. Kein Wunder, warum Alvin hier irgendwie so wenig HP hatte. Ich habe nur auf FP und so geguckt. Ach, er hat gar kein Level ab. Muss ich mir noch keine Gedanken machen. Was haben wir denn hier noch? Ach, das hier, okay. Und was haben wir auf der anderen Seite? Psyche, mehr Verteidigung, also magische. Ist euch besser. Guck mal mehr so auf die Statuswerte. Roan, mein Gott. Ich komme voll durcheinander. Ohne Art. Gletscherkern. Ja, irgendwann steuern wir ihn auch mal wieder. Irgendwann. Muhahaha. Und ich würde sagen, das war's dann gleich. Ein bisschen können wir noch hier weitergehen. Hier kommen wir runter. Jo. Das blaue Licht signalisiert, dass du springen kannst. Da gibt's echt keine Schatztruhe oder so, ne? Bist du denn? Aber was ist das? Ne, ernsthaft, was bist du? Also, okay. Du bist ein Monster! Uah. Aber was das für ein Viech ist, das sehen wir im nächsten Part von Let's Play Tales of Zelda. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!